Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, wir brauchen einen Rapper, der sich gegen die Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Dann ist das Ding durch. Und wir brauchen auf jeden Fall 5 Blockchains. Ah, Tachchen, wa? Super. Ja, gut, dass du vorbeikommst, wa? Wollte ich dir nämlich mal kurz was erzählen. Und zwar, ich hätte da mal nämlich eine Wortmeldung, hätte ich da nämlich mal zu so einem Podcast. Na, nämlich hört gerade hier Netzbuch-Logpolitik. Netzbuch-Logpolitik, so heißt es, genau. Guter Podcast, kannst du nicht sagen, weil mal aktuelle Themen witzig, gut recherchiert, gute Zeug. Auf jeden Fall war. Auf jeden Fall in den letzten. Da war das Intro, ne? Das ist hier das, was am Anfang ist. Ne? Da hat der Eni gesagt, hier, der Timme, ne? Wir brauchen einen Rapper, der sich gegen die Vorratsdatenspeicherung aussprechen tut. Und dann war ich ein bisschen, naja, ne? Komisch, berührt, sag ich da mal, ne? Also, was ist los bei euch da in der Metaebene? Stimmt da was mit der Netzabdeckung nicht? Ist da kein Internet oder was? Seid ihr in Deutschland? Ich weiß es nicht, ja? Also, dann nimmst du mal einen Browser, gerne auch schön datenschutzfreundlich mal eingestellt, ne? Und dann tippst du mal in die Suchmaschine deines Vertrauens mal ein, MCST fährt Punkt Eventphone, ich hab Feuerwehr, so. Und dann kickst du mal. Da geht es richtig, einmal ist der Datenschutz Rundumschlag. Ja, da kriegt jeder sein Fett weg. Ja, die ganzen Datenschlampen, alles wollen wir nicht. Komplett super, alles wird da behandelt. Ne? Richtig, Cambridge Analytica, das ganze Programm. Das steht sogar in der Wikipedia. Ja? Also frage ich mich, was ist da los? Ne? Also da muss ich mal auch mal ein bisschen ruhiger bleiben. Ne? Das, also, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Dass man dich nicht mitgekriegt hat, finde ich schon, naja, ein bisschen lausig recherchiert, sag ich mal, aber vorsichtig. Auf jeden Fall, was jetzt auch mal sein kann, gut, das ist eine ganze Weile her, weißt du? Das ist ja, das war ja damals, da konntest du noch einfach so rausgehen, wa? Das kann man sich doch nicht mal vorstellen heute, ne? Da konntest du einfach deine Sachen einpacken, in das Auto rin, fährst du nach alte Ziegelei hin, wa? Baust du auf, Zelt, mit dem Telefon und mit dem Internet, alle da, Datenklo läuft, ja. Triffst du Leute, kannst du auch mal hier abklatschen, alles unterhalten, sprechen, so direkt. Ne? Das geht ja heute alles nicht mehr, das geht nicht mehr. Ne? Man konnte das nicht wissen. Ne? Das ist eine schwierige Zeit gerade. Und klar, ich meine, die sind jetzt niedlich, ne? Diese kleinen schwarzen Bärschis und so. Und man denkt, da kannst du die mit, die kannst du knuddeln und alles. Aber so, das konnte keiner ahnen mit der Pandemie, wa? Dass das mal so schlimm werden wird. Tja, aber nun ja, dachte ich mir auch, gut, bleibst du halt mal ein Jährchen drinne, wa? Aber das ist halt auch scheiße, weil hier kannst du nicht zum Friseur gehen, ich sehe aus wie Kraus Maffei hier, wa? Naja, was wollte ich sagen? Ich bin abgeschworfen hier. Ich wollte sagen, mit Ene, hier Timme, ne? Also, kickst du mal, ne? Also, den Rapper gibt es, wa? Und denn das andere ist hier mit den, der Linux, ne? Alter, was ist denn mit dir jetzt schon wieder nicht in Ordnung? Was stimmt da nicht, hm? Blockchain, 5, da fehlen mir doch die Worte. Was willst du denn damit machen, ja? Blockchain, was soll das sein? Goldchain brauchst du, hier, kiekste, Goldchain, das brauchst du, Blockchain, ja? Das hilft doch ja nicht. Da hast du gar keine Street Credibility. Nichts ist das mit Blockchain. Wie soll das aussehen? Hast du Klötze denn an der Kette oder was? Das bringt dir ja nichts. Da gehst du zu einem Battle hin und dann sage ich dir, Freundchen, das Maximale, was du da kriegst, ist ein Pau auf die Fresse. Ja? Wenn du dann mit so einer Blockchain kommst. Das ist nichts. Ja? Ja, nichts ist das. Da kannst du schön ab nach Hause. Brauchst die Goldchain. So, da wird was draus, ne? Aber gut, haben wir das auch geklärt. Was wollte ich noch sagen? Genau, am Ende hier, und zwar folgende. Ich, MCSC, ich spreche mich gegen die Vorratsdatenspeicherung aus, ne? Das ist eine Riesenscheiße, das braucht kein Mensch, das ist absoluter Quatsch, da wird nichts gespeichert auf Vorrat irgendwie denn, ne?
Hier bei den Event-Phönis, ne, da ist so ein Typ, der ist ja auch irgendwas mit Datenschutz, macht der da immer und pöbelt da rum. Hier, ich glaube, wie heißt der? Der ist Datenschutzbeamter oder was ist der? Und der sagt nämlich auch immer, ne, pass auf Leute, das, was wir nicht erheben, das kann uns auch keiner klauen. Ne, und das ist ein, da muss ich mal sagen, da hat er auch recht, wa? Das ist, ja, ne, also deswegen, hört auf mit der Scheiße, ist jetzt Schluss mit der Datenschutz, hier Speicherung auf Vorrat, ne, auch nicht auf Vorrat, ne, das ist Ende, so, dafür spreche ich mich aus, beziehungsweise auch denn auch dagegen, ne, wisst ihr Bescheid, so. Jetzt höre ich hier mal weiter in den Podcast hier, wa? Weißt du Bescheid? Blockchain. Danke, Eventforum.